Schützen. Der Wille zur männlichen Schönheit, der lange Zeit nur in geschlossenen Zirkeln diskutiert wurde, wird unaufhaltsam zum Bestandteil unseres öffentlichen Lebens. Das danken wir den mutigen Vorkämpfern, die unter der zarten Bezeichnung Dressmen maßvolle Formen und einen gepflegten Sexappeal zum Markte tragen. Um nun auch den leisesten Fehltritt in diesem Beruf auszumerzen, erwartet den mit harmonischen Maßen Gesegneten in Hannover eine Schule für männliche Mannequins. Neben dem geistigen Rüstzeug wird der männliche Schritt gelehrt. In Zukunft setzen Sie nicht mehr die Ferse zuerst auf den Erdboden, sondern versuchen Ferse und Spitze zur selben Zeit aufzusetzen. Sie achten in Zukunft auch bitte immer auf Ihre Haltung. Sie muss schön, also aufrecht sein. Schultern und Hals bitte nach hinten nehmen. Das Pendeln der Arme ist ebenfalls wichtig. Sie pendeln parallel zum Schritt. Mit einer Präzision, die an die Grundausbildung der Bundeswehr erinnert, werden letzte Haltungsschäden korrigiert. Erhobenen Hauptes und im Bewusstsein eines hohen Intelligenzquotienten, geschickt auf dem Kopf zur Schau getragen, schreitet Deutschlands Mannequin-Elite einer bemerkenswerten Karriere entgegen. Der Senior der Mannequins entdeckt mit Erstaunen, wie graziös sich das Entblößen des Hauptes variieren lässt. Dann beginnt der intimste Teil des Unterrichts, Schönheitspflege. Vom Zupfen der Augenbrauen wird abgeraten. Blicke voller Unbehagen folgen den Männern, die mit dem Mut von Suffragetten zum Sturm auf den Laufsteg angetreten sind. Ein neues Kapitel männlicher Selbstdarstellung hat damit begonnen.